Ich will es mal probieren einfach, ob ich besser werde. Wow, what? Ach, oh Gott, ich habe mich jetzt auf die anderen konzentriert, habe ich gar nicht gesehen. Ja, okay. Das kann ich vergessen. Ich war jetzt mega... Ich war mega irritiert, dass da jetzt so viele Leute waren. Ach komm, lass mal, das ist gut sein. Vor allem, stand halt Lord Happy Put. Und das war, ich hab mich jetzt mega irritiert. Okay, das ist echt. Oh Gott. Okay, einmal probier ich's noch. Ich finde das mega gut. Das Problem ist bloß, du verlierst halt ein bisschen den Überblick. Nein! Aha, das ging das erste Mal besser. Oh. Ja, okay. Boah, Alter, die erste Runde war schon echt gut. Die haben alle mehr oder weniger das Identische gemacht wie ich. Ich will es einfach probieren jetzt. Das erste Mal ging irgendwie besser, wo man so keine Konkurrenz hatte. Vor allem ist das mega irritierend, weil du die ganzen Geister siehst. Okay, lassen wir das mal. Also ich war nicht schlecht. Das Geile ist, die haben alle mehr oder weniger das Gleiche gemacht wie ich. Weil da gibt es doch wirklich nur einen... Ich würde gerne wieder ein bisschen... Hallo? Manchmal ist es komisch, wenn er nicht springt. So, komm her. Klack. So, das Geistertor haben wir. Jetzt müssen wir zu dem anderen Gevatter da hinten. Ekelhafte Stechmücken! Verflucht seid ihr! So. So, der andere Vogel ist da oben. Ja, das habe ich verdient. Oh, cool! Ich finde diese kleinen Details immer so toll, wenn du jetzt hier oben in diesem Dingens bist, dass sich der mit einer Hand festhält. Ich mag das wirklich, diese kleinen Details einfach bei Ori. Ich muss übrigens noch eins weiter hoch, fällt mir gerade auf. Man merkt einfach, dass da unfassbar viel Liebe zum Detail hier drin steckt. Drum, auch wenn ihr zuguckt, tut mir einen Gefallen und kauft das Spiel, wenn es euch gefällt. Unterstützt die. Ich habe den schon fast vergessen. Unterstützt die Entwickler. So, Splitter ansehen. Ach, wir brauchen 2200. Ich erkenne mein Problem. Oh. War ich hier oben schon?
glaube, ich war hier schon. Ich frage mich, wieso ich denn die Energiezelle nicht eingeholt, eingesammelt habe. Oder kam ich da nicht hin? Hier ist eine Energiezelle irgendwo. Da komme ich doch bloß von der anderen Seite dann rein. Kann das sein? Nein! So, zack. So, die Geisterprüfung habe ich gemacht, ne? Ich habe gehört, du hast die Geisterschatten gesehen. Es gibt noch andere solche Schatten hier und da. Wäre ich schneller, würde ich mit ihnen allen um die Wette laufen. Ja, mach mal. Kann ich sehr empfehlen. Okay, irgendwie komme ich hier in diese Heilkugel hier noch dran. Fragment einer Lebenskugel. Die ist auf der anderen Seite irgendwo. Das ist die spannende Frage, aber nur... Okay, den kann ich nicht mehr bewegen. Das passt. Das habe ich dann abgeschlossen. Die Frage ist, was muss ich jetzt machen? Ich muss irgendwie hier... Ah! Deswegen brauche ich auch die Fähigkeit. Weißt du, ich sag noch so, wir müssen übrigens dran denken, das Auge da unten zu machen. Ja. Offensichtlich habe ich an das Auge da unten nicht mehr gedacht. So, da unten kam ich, glaube ich, nicht durch. Das war, glaube ich, noch zu. Warte mal, nee, da war Wasser, glaube ich. Ich gehe mal kurz da hinten hin, bevor ich jetzt weiterlaufe. Das habe ich übrigens schon wieder vergessen. Ich jetzt zufällig das... Ich weiß nicht, ob das jetzt halt auch gilt, wenn wir in dem anderen Gebiet das Wasser ablassen. Ob das dann hier auch gilt letzten Endes. Da haben wir die eine Fähigkeit. Ich will mal eben gucken. Ich glaube es nicht, dass wir da unten was machen können. Ich glaube nicht, dass wir das absch... Huch. Aua! Blödes Springviech. Ich weiß wohl, wieso ging es da unten nicht weiter. Aua. War das überhaupt hier? Ach ja, darum ging es noch nicht weiter, ich erinnere mich. Okay. Das ist tatsächlich das größte Problem hier immer. Du musst mal ganz genau noch wissen, was wie wo passiert alles.
Und das habe ich jetzt tatsächlich vergessen. So, jetzt ist auch ein bisschen einfacher. Oh, nein. Ja, sehr viel einfacher gerade. Okay, mit der Lampe kann ich noch nichts machen. Vielleicht später. Ich kann mich da bestimmt dann wieder so lang schießen dann. Hallo? Nein! Ich hab's nicht getroffen zum Draufspringen. Das war sehr peinlich. So, ist jetzt mal gut, Ori. Also komm. Weißt du, die ganze Zeit so mega gut gespielt, so hin und her und tralala und hast du nicht gesehen und alles ohne Probleme gelöst und jetzt das. So, ich muss eh hier lang. Tam, tadam, tadam, tam, 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 tadam. So. Ein paar. Ich hab's schon wieder vergessen, das Viech. Beziehungsweise den stampfenden Amboss da. Ach so, warte mal, ich kann jetzt oben lang. So, ich kann jetzt hier lang. So, und Teleport aktivieren. Fupp. Einmal vollgeheilt, sehr schön. Und Wegpunkt aktiviert. Was passiert jetzt? Das sieht irgendwie nach Bosskampf aus. Was? Ich komm nicht weg. Okay. Hä? Ich check das nicht, sonst der springt und ich krieg Schaden. Aua. Ach, der verliert Stacheln oder irgendwas. Mist. Ah! Boah, Alter! Ah, ich krieg da auf. Der ist echt nicht schwer. Eigentlich. Man muss nur ein bisschen geduldiger sein. Das bin ich immer nicht bei solchen Spielen. Das ist mein klassisches Dark Souls-Problem, was ich habe. Darum bin ich auch in Sekiro so schlecht. Ich bin ein Idiot.
Also manchmal sitzt das Problem einfach vor dem Bildschirm. Ich möchte es kurz betonen. So. Aua. Der ist echt nicht schwer, man muss das richtige Timing einfach haben. So. Und ciao. Oh, Gott sei Dank. Aufs Horn genommen. Den Hornkäfer besiegt. Wuhu. Geil. Achso, ich komme hier nicht hoch. Okay, so wie es aber ausschaut, kriege ich jetzt die Fähigkeit, die ich dann brauche später noch. Ja, ich glaube, ich kriege jetzt dann die Fähigkeit, dass ich mich an den Sachen lang schießen kann. In diesen leuchtenden Dingern. Ah. Okay, so kann man es auch machen. Okay, da komme ich noch nicht hoch. Ciao. Okay, ich muss das dann irgendwie umleiten dann noch. Ciao. Nein! Ich habe vergessen, dass der explodiert. So, und da ist der Baum. Und hier können wir jetzt die... Ja, jetzt kriegen wir die Fähigkeit, um uns durch die Gegend zu schießen wieder. Das wird cool. Das war im ersten Teil. Hat mega viel Spaß gemacht. Stoßangriff. Du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Halte LB bei Laternenprojektilen oder Feinden gedrückt und ziele dann zum Sprung. Projektile werden umgelenkt. So, ich... Die Fähigkeit war mega lustig. Hallo? Ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Ich habe kein Bild mehr. Ich glaube, das ist so nicht gewollt. Ja gut. Ich müsste da unten wieder anfangen. Ich habe kein Bild mehr. Das Spiel kaputt gemacht. Ich beende mal schnell das Spiel neu. Ich glaube, ich habe einen Bug gefunden. Ich habe nicht mal was gemacht. Ich wollte einfach nur den Angriff machen und ja, dann war das Spiel kaputt. Schön. Finde ich gut. Dann einfach nochmal von vorne, ist ja gar kein Problem. Ich hoffe nur, dass das Spiel jetzt nicht generell kaputt ist.
Man muss das Spiel noch starten. Okay, dann geht's. Hervorragend. So, und nochmal von vorne. Also muss fairerweise was sagen, Spielen im Dark Mode. Spielen im Dark Mode macht das nicht ganz so viel Spaß. Großes Geisterlicht. So, haben wir gefunden. Sehr schön. Die haben aber die Tastenbelegung, glaube ich, geändert, oder? So. Das hat im alten Spiel so viel Spaß gemacht. Ich erinnere mich noch an den. So, klack. Oh, ich muss echt sagen, wenn man den ersten Teil gespielt hat, man kommt relativ gut mit dem zweiten Teil auch klar. Weil. Und das finde ich sensationell gut. Das muss ich echt. Und das. Das finde ich so wunderschön in diesem Spiel. Die haben es echt geschafft, den ersten Teil zu nehmen. Und eigentlich, wenn man es mal so betrachten will. Ah, warte mal, ich muss hier dann hoch. Okay, verstanden. Die haben es echt geschafft, das Gameplay vom ersten Teil zu nehmen, es schön zu erweitern mit diesem Skilltree und alles. Und letzten Endes ist es aber. Es fühlt sich an, als würde man den ersten Teil spielen. Achso, ich muss da den Spucker dann nehmen, dass ich da wieder hochkomme. Mach ich übrigens auch nur, weil ich meine Fähigkeiten will. Weil ich meine Fähigkeit haben will. Also, nicht, dass ihr denkt, ich habe da irgendwas anderes vor jetzt oder so. Ich will einfach nur meine Fähigkeit haben. Und dann komme ich wieder zurück. Und ich hoffe, das geht jetzt einfach so, wie ich mir das vorstelle. So. Hey, man kommt viel schneller voran auch. So, hallo. Splitter an. Splitter ansehen. So, Dreifachsprung. So. Vielen Dank für Ihren Besuch. So. Dreifachsprung. Alle Sockel sind voll. Rücksichtslos weg. Dafür mal Dreifachsprung. Sehr schön. Jetzt wird das Spiel ein bisschen einfach. So. Ist nämlich tatsächlich, und das glaubt man nicht, der Dreifachsprung ist, macht tatsächlich vieles angenehmer. Vor allem in Kombination auch mit den anderen Fähigkeiten. Das Vieh ist aggressiver geworden. So, ta-ta-ta-ta-ta-ta-tam. Was ist das da oben? Geht doch jetzt bestimmt den falschen Weg, oder? Stiller Wald. Ich glaube, ich soll hier gar nicht sein. Ach doch, ich soll hier sein, glaube ich. Ich musste unten auch noch hin, oder? Hier unten war ich auch noch nicht. Naja, gehen wir erstmal hier hin.
Was kommt jetzt auf mich zu? Oh, hier ist schön. So, was war das jetzt? Riesige Kröte. Harung, ein Geist in meinem Sumpf. Die Moki hatten recht. Ich wollte ihnen glauben, aber es war... Was? Ich bin Kolok. Ich heiße dich in meinem Sumpfland willkommen, mein Kleines. Ich lese mal nicht weiter. Keine Eulen mehr gibt. Oh. Ein Fragment des Lichts. Oh. Nee, ist das Dingens? Ja! Das ist doch so was Ähnliches wie sein. Der Brunnenquell, die stillen Zähne, bringen die Mühle wieder in Gang. Neues Ehrlich gefunden, Stimme des Waldes, deine Wächter des Sumpflands. Die Sachen müssen noch schneller verschwinden. Neue Quest. So. Okay, ich kann sie nicht zum Kämpfen benutzen, aber ja, ist die gleiche Synchronsprecherin wie im ersten Teil. Juhu! Som nimano for the code of yore. Domo vir, the quora sawa. Ich werde übrigens das nicht mehr vorlesen, diese Sachen, weil, irgendwie macht das, glaube ich, die Atmosphäre kaputt. Som nim domo vir. So, wir haben ein Irrlicht. Hurra! Gut, ich kann es nicht als Waffe benutzen wie im ersten Teil, aber... ja. Falscher Kopf. Schau mal an, ich wusste doch, da oben ist was.